Leute, jetzt geht es weiter und zwar diesmal mit den Geräten und zwar die Smart Home Geräte, wie man die einrichtet unter der Amazon Alexa App. Dazu gehe ich jetzt hier, wenn ich die App geöffnet habe, oben links auf die drei Striche für Menü, dann in den mittleren Bereich, wo steht zum Ausprobieren und darunter gibt es Skills und Spiele und wir drücken auf Skills und Spiele. So, und dann gehen wir hier oben rechts auf die Lupe zum Suchen und geben ein Harmonie. Nee, ich möchte euch anhand der Harmonie Skills zeigen, wie man die mit dem Amazon Echo verbindet. Also dann nehmen wir Harmonie zweiter Hub, weil ich den ersten habe hier schon verbunden. Dann steht hier zum Verwenden aktivieren. Drücke ich mal drauf. Jetzt werde ich hier weitergeleitet. Ich soll mich anmelden. Jetzt werde ich gefragt, ob ich das autorisieren möchte, dass die Harmonie Hub mit meinem Alexa kommuniziert. Sage ich autorisieren. Dann fragt er, welchen Hub ich haben möchte, nachdem ich hier zwei habe. Ich nehme jetzt diesmal den SMSZ Harmonie und gehe dann auf Weiter mit dem Pfeil rechts. So, und jetzt habe ich hier die einzelnen Aktionen oder Routinen, die eben in der Harmonie hinterlegt sind, die dann später als Szene hinterlegt werden auf der Alexa. So, da sieht man zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in die zweite Zeile gehe, da steht dort ein YouTube schauen als der Name, wie er unter der Harmonie hinterlegt ist. Dann habe ich hingeschrieben, YouTube schauen ist auch der Befehl, wie der gestartet wird. Und dann gebe ich jetzt hier nochmal ein YouTube vorführen und sage okay. Und jetzt sieht man, hat er YouTube vorführen als zweiten Befehl hinzugefügt, den man benutzen kann, um dann auch über Alexa diesen Befehl zu starten. Dann schiebe ich hier vorne auf der blauen Leiste, wo dort steht Aktionen auswählen, nach links rüber. Halt, nee, da muss ich einen Pfeil drücken, Entschuldigung, okay. Mittlerweile ist es so und kann dann hier die einzelnen Stationen der Fernsehsender auswählen, wie die eingeschaltet werden sollen. Okay, gut. Da steht dort ein ARD ist das erste. Dann klicke ich hier an für Bayerisches Fernsehen, sagt dann BR. 3 und lasse das hinzufügen oder hier Bayern 3, Bayerische Rundfunk, so und sage okay. Und jetzt sieht man, ist der hinzugefügt worden, dann gehe ich hier auf Hessen 3, beim Kanal 4, dann Hessischer Rundfunk. Sag okay. Dann für RTL sage ich RTL. Fernsehen. Okay. Okay, jetzt lassen wir das Ganze mal. Jetzt gehe ich hier nochmal auf Welt. Welt TV gebe ich mal ein. Gut, jetzt haben wir das. Und jetzt gehen wir nochmal oben auf der blauen Leiste mit dem Pfeil nach rechts. So, und jetzt sagt der Konto verbinden unten. Und dazu gehe ich jetzt drauf. Und wenn da jetzt dort steht, eben Harmonie unterstrich zweiter Hub wurde erfolgreich verknüpft, dann hat alles geklappt und dann können wir oben mit dem X schließen oder mit dem Pfeil links zurückgehen. Ich habe das jetzt geschlossen, jetzt haben wir das soweit. Dann gehe ich hier wieder mit dem Pfeil links
zurück, nochmal zurück bis zu dem Startseite. Jetzt, wenn ich bei der Startseite bin, gehe ich hier auf Geräte. Und jetzt kommt das Spannende für euch. Gehe hier auf Plus oben rechts. Und das sagt, was ich machen möchte. Und da sage ich natürlich ein Gerät hinzufügen. So, und jetzt gehen wir auf, wenn ich das richtig sehe, müsste das jetzt Fernseher sein. Genau, und dann fragt er hier, wie ich das machen soll. Und da sage ich eben Logitech Harmony. Ja, und dann fragt er, ob er nach den Geräten suchen soll. Unten rechts, und das starte ich jetzt. Und dann steht dort, und es kann bis zu 45 Sekunden dauern. Jetzt schreibt er hin, er hat keine neuen Geräte gefunden. Ja klar, weil ich vorher schon mal die eingebunden hatte. Okay, jetzt kann ich schließen sagen. Aber normal hätte ich jetzt hingeschrieben, er hat neue Geräte gefunden. Jetzt sage ich nochmal auf der linken Seite mit den drei Strichen. Geh wieder hier Skills und Spiele. Geh diesmal ein oben und untersuche Yonomi Yonomi. Und dann kommt unten dieses gelbe Y Yonomi und da drücke ich jetzt drauf. Dann fragt er, ob ich eben den Skill aktivieren möchte. Sage ich auch, ja. Dann fragt er, ob er die beiden verbinden soll. Sage ich ja. Wieder erfolgreich verknüpft. Sage ich fertig. Jetzt fragt er, ob er die Geräte erkennen soll. Sage ich ja, Geräte erkennen. Und so funktioniert es jetzt eigentlich mit allen Gerätegruppen, die man haben kann. Ob das jetzt Schalter sind, ob das jetzt Hui-Birnen sind, ob das jetzt Homatic-Geräte sind. Da muss man jedes Mal zuvor den Skill aktivieren vom Hersteller der Smart-Home-Geräte. Dann, wenn man die aktiviert hat, den Skill, kann man den einrichten, das Konto verknüpfen und danach eben nach den Geräten suchen lassen. Jetzt sagt er, er hat 10 neue Szenen gefunden. Dann sage ich, okay, fertig. Und jetzt müsste das hier sein. Und wenn ich jetzt hier auf die Szenen oben gehe, nämlich da habe ich ja eben, wie gesagt, letztes Mal eben die Echo-Geräte, dann habe ich hier die Lampen, da kann ich sehen, welche Lampen ich habe. Das sehe ich hier bei mir zum Beispiel, dass ich eben eine Beleuchtung Bad im Bad habe, dann eine Gruppe Flur mit der Beleuchtung Flur, eine Gruppe Küche mit der Beleuchtung Küche, eine Gruppe Schlafbereich mit Beleuchtung Bad, Beleuchtung Flur und Beleuchtung Schlafzimmer, dann habe ich eine Schlafzimmergruppe mit Beleuchtung Schlafzimmer. Dann habe ich überall, habe ich dann alle Lampen reingesetzt. Dann habe ich Wohnbereich, habe ich Beleuchtung Esszimmer, Beleuchtung Fernseher, Beleuchtung Wohnzimmer. Dann habe ich eine Gruppe mit dem Namen Wohnzimmer, wo drin steht Beleuchtung Fernseher, Beleuchtung Wohnzimmer. Und dann habe ich noch deaktiviert die Gruppe Deckenflur, Deckenbeleuchtung Flur, die ich natürlich nicht brauche im Moment. So, dasselbe kann ich machen mit Schaltern. Dann habe ich hier im Flur gehen und kommen, dann in der Küche Wasserkocher und überall habe ich auch Wasserkocher hinterlegt. Dann unter Thermostate habe ich im Raum Bad, Heizung Bad, unter Heizung habe ich Heizung Bad, Heizung Schlafzimmer, Heizung Wohnzimmer, unter Schlafbereich habe ich Heizung Bad, Heizung Schlafzimmer. Unter Schlafzimmer, Heizung, Schlafzimmer. Unter überall habe ich alle drei Heizungen drin. Unter Wohnbereich habe ich Heizung, Bad und Heizung, Wohnzimmer. Unter Wohnzimmer habe ich nur die Heizung, Wohnzimmer hinterlegt. Genau. Und hier jetzt unter Szenen gehe ich mal da drauf. Da sieht man dann jetzt die ganzen Szenen, die jetzt bei Harmony oder Yonomi angelegt sind und wo die, wie die heißen. Also zum Beispiel gibt es hier ein Szene, die heißt Amazon Kino und die habe ich genannt Amazon Prime Vorführen. Dann gibt es Amazon Wohnzimmer, die habe ich genannt Amazon Prime Schauen. Dann gibt es ein Blu-ray Kino, habe ich genannt Blu-ray Vorführen. Und dann
Fernsehen, Kino heißt dann Blu-ray-Rekorder vorführen und so weiter und so fort, wie man hier sehen kann. Also das ist jetzt das ganze Geheimnis mit diesen Szenen. Und die Szenen kommen, wie gesagt, von den einzelnen Herstellern. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal raufgehe auf hier Anwesend Nacht, dann sieht man hier oben, wie der Name ist. Den könnte man rechts mit den Namen bearbeiten, ändern. Dann steht man unten unter Info, mit welchem Skill das verbunden ist. Das steht dort verbunden mit dem Mediola Skill. Also das ist meine Home-Automation. Unter Beschreibung steht dort, dass es eine Szene genannt wird bei Mediola. Dann Typ ist eine Szene laut Alexa. Und dann unten rechts kann ich sagen, aktiviert oder deaktiviert, wenn ich sage, ich möchte es kurzzeitig deaktivieren. Genau. Und dann oben mit dem Mülleimer könnte ich das löschen. So, jetzt schauen wir uns mal was anderes an. Jetzt gehen wir nochmal auf Amazon Prime vorführen. Da sieht man jetzt, kann ich wieder den Namen ändern oben rechts. Dann steht diesmal verbunden über Logitech, was auch richtig ist. Dann Beschreibung steht dort ein Harmony Activity Amazon Prime vorführen. Das ist eben als Szene unter Alexa eingeführt und ist wieder aktiv. Und ich könnte wieder oben rechts mit dem Mülleimer das Ganze löschen. So. Also das ist jetzt schon mal das ganze Geheimnis mit diesen Szenen. Und wenn ich das hier so eingerichtet habe, habe ich dann auch die Vorteile eben, wie ich dann im sechsten Teil beschreibe, wie man die ganzen Routinen bedienen kann. Aber ich kann jetzt natürlich auch hergehen und sagen, ich drücke jetzt hier mal auf die Gruppe Bart und zeige euch, was da drin steht. Da gibt es eine Alexa, die heißt Bart. Dann gibt es eine Lampe Beleuchtung Bart. Dann ein Thermostat namens Heizung Bart. Und dann gibt es einen Lautsprecher, der bevorzugt ist und der heißt eben auch Bart, weil es natürlich die Alexa im Bart ist. So, jetzt schauen wir das Ganze mal hier an, wie das ist im Flur. Da steht dort, dass das Gerät Alexa Flur, dann die Lampe als Beleuchtung Flur, Schalter gibt es Gehen und Kommen und dann bevorzugter Lautsprecher ist überall, das heißt auf gut Deutsch, da wird auf allen Geräten dann die Musik abgespielt, wenn ich sage hier, spiele Musik ab. Nicht, das sind immer diese Multiroom-Gruppen, die ich da auch mit auswählen kann. Dann gehe ich jetzt hier auf Küche, da ich dasselbe, eine Alexa Küche, dann habe ich eine Lampe Beleuchtung Küche, einen Schalter Wasserkocher und dann habe ich ein Lautsprecher, der bevorzugt wird und das ist der im Wohnbereich, damit ich auch, wenn ich in der Küche bin, ins Wohnzimmer gehen kann und wieder zurück, um da die Musik zu hören. So, und jetzt überprüfe ich noch, was ich noch nicht gemacht habe hier. Wohnbereich, da steht dort eine Beleuchtung, passt, Heizung passt, Jalousie passt und hier bevorzugt für Lautsprecher steht auch dort ein Wohnbereich, okay. Auch in Ordnung. Und jetzt schauen wir nochmal Wohnzimmer. Da ist eine Alexa Wohnzimmer hinterlegt, also es passt auch. Beleuchtung Fernseher ist richtig, Beleuchtung Wohnzimmer ist richtig, Thermostat ist Heizung Wohnzimmer ist auch richtig. Dann gibt es eine Jalousie Wohnzimmer, die ich ein- und ausschalten kann. Und dann gibt es hier bevorzugte Lautsprecher, ist der Wohnbereich. Klar, logisch, weil ich hier nicht nur im Wohnzimmer, sondern im ganzen Wohnbereich dann die Musik hören möchte. Und ich könnte das ja hier unter Bearbeiten noch ändern. Aber das soll ja mit dieser Lautsprechergruppe eben Wohnbereich sein. Und man sieht ja auch hier, eben ist es hier nur auf dem Wohnzimmer oder eben im Wohnbereich. Soll natürlich im Wohnbereich sein. So, soll ich wieder speichern. So, dann ist es soweit fertig. Und was immer wichtig ist, also die Gruppe sollte immer so heißen wie der Raum. Dann kann man eben noch Lautsprechergruppen erstellen. Das sind dann eben die Gruppen, die dann Multiroom sind, wo dann die ganze Musik abgespielt wird in den einzelnen Räumen. Genau. Und dann kann ich hier ganz unten noch, wenn ich ganz runter scrolle, noch meine Smart Home Skills anschauen. Da drücke ich auch mal drauf und da sieht ihr jetzt, welche ich habe. Ich habe Yonomi, dann habe ich den Smart TV Remote Pro, den ich eigentlich nicht benutze. Dann habe ich die Mediola Smart Home Skill und den Harmony Skill aktiviert. Ich könnte jetzt noch weitere aktivieren, indem ich unten nochmal auf den blauen Strich raufgehe und dann werden mir alle möglichen Smart Home Skills angezeigt eben.
unter anderem hier den also den Fritzbox Smart Home, dann Innogy Smart Home, Yonomi, okay, den haben wir ja schon vorhin gesprochen, dann gibt es unten zum Beispiel den Smart Life oder den IO Broker Smart Home und so weiter und so fort. Das sind die einzelnen Smart Home Systeme, die wir haben können. Und jetzt gehen wir wieder zurück und wieder zurück und jetzt haben wir soweit eigentlich mal die Geräte zum Einrichten gebracht. So, das war es jetzt erstmal für heute und dann geht es morgen weiter mit dem Rest von dem Menü. Also dann bis morgen. Ciao.